Moin Leute, euer YouTube-Radio ist wieder back. Und zwar haben wir wieder natürlich den Crazy dabei. Den Crazy dabei, das wollte ich sagen. Abfucker-Themen. Und heute wieder Easy. Eine Folge, ja, natürlich den Easy. Ja, komm, ja. Mit heute wieder einer Folge Top 4 skurrile News mit dem 7 Tage deutscher Wetter. Freut euch drauf. Und Easy macht erstmal die Vorstellung der Themen. Richtig, ich stelle mal kurz die Themen vor. Und zwar fängt es an mit dem Crazy. Mit einer Crazy News. Bestes Deutsch. Bestes Deutsch, what the fuck. Okay, es fängt an mit Hochzeitstorte von 1981. Mehr dazu kommt dann gleich. Okay, und dann geht's weiter mit mir. Und zwar heißt der Artikel Fribode, Schwarzwaldwerbung, große Berge, feuchte Täler. Dazu erfahrt ihr dann auch mehr. Also bleibt gespannt. Das ist eine ganz lustige Sache. Dann geht's weiter mit dem Crazy, und zwar heißt sein Artikel, in China laufen sie um die Ecke. Was da los, Digga? Mehr dazu, dann bleibt dran. Ja, okay, und dann kommt die Top 1 mit Divisi. Top 1. Ja, endet das Ganze mit der letzten Neuigkeit, und zwar heißt der Titel Affendarsteller als letztes Mittel gegen Affenplage. Ja, und danach geht's dann noch weiter mit dem Wetter für ganz Deutschland. So, und ich fange am besten gleich mal an, wir müssen die Folge ja schnell durchkloppen, mit der Hochzeitstorte von 1981. Und ihr denkt euch, the fuck, die muss ja richtig vergammelt sein. Es handelt sich dabei aber nicht um irgendeine Hochzeitskuchen bzw. Hochzeitstorte, nein, sondern den Hochzeitskuchen von der Heirat von den Engel, also es handelt sich um England, deswegen auch Pounds, von der Hochzeit von Lady Di, Diana. Ich bin jetzt Diana. Diana, die ist wahrscheinlich die Kurzform, und Prinz Charles. Ja, auf einer Aktionshalle wurde eine Torte versteigert. Diese Torte wurde eben für die Hochzeit von 1981 gebacken, aber die Torte wurde nicht verspeist, sondern verschenkt, und zwar an eine Angestellte von dem anscheinend eine Angestellte des Schlosses, ich glaube irgendein Ehrenmitglied auf jeden Fall, ich kann euch nicht mehr darüber sagen. Ja, die hat sie aber nicht verschweißt, sondern in ihrem Lager aufbewahrt. Nun wurde sie aber gefunden, in frische Haltefolie eingewickelt. Wahrscheinlich hat sie die einfach vergessen, wahrscheinlich war sie widerlich wieder Kirschtorten. Ich hasse Kirschtorten. Und ja, dann hat man sich gedacht, was macht man damit? Natürlich versteigern. Sie wurde versteigert für, haltet euch fest, 1000 Pfund. Das sind umgerechnet 1250 Euro. Und für alle Gamer ein richtig guter Gamer-PC. Ja, was der Käufer jetzt damit gemacht hat, weiß man nicht, ob er es einfach wieder in ein Lager gestellt hat oder gegessen hat. Aufgegessen, glaube ich. Ja, aufgegessen. Also, das weiß man nicht. Und, das war's auch eigentlich schon mit der Umsetzung. Ja. Halt mal kurz die Klappe. Nämlich, wer mehr erfahren will dazu, die Links zu allen Artikeln sind natürlich wie immer in der Beschreibung. Na gut, wenn ihr dazu mehr folgt, klickt einfach drauf und dann. Jetzt geht's weiter mit dem Easy, mit großen Bergen und feuchten Tälern. Ui. Ja, nämlich ist das so, die Ferienregion Schwarzwald, also es ist so eine Gemeinschaft oder irgendwie so eine GmbH, wirklich eine GmbH. Und zwar hat die sich gedacht, Sex Sales, zitiere Erich mal hier. Und zwar ist das halt so, dass sie eine Anzeige gemacht haben, wo eine grüne Silhouette eines nackten Frauenkörpers ist. Also jedenfalls wirkt das so. Und daneben steht große Berge, feuchte Täler und jede Menge Wald. Ich mag keine Behaarung, egal. Okay. Und zwar, das war halt in dem Billigflieger Ryanair, in einem Borg-Magazin war die Werbung halt drin. Und das hat natürlich ganz schnell für Hohn und Spott gesorgt. Und zwar, wer es wissen will, auf Seite 111 der August-Ausgabe sieht man das, seht ihr diese Werbung. Und da haben sich natürlich alle darüber aufgeregt, aber die Schwarzwald GmbH, Ferienland im Schwarzwald GmbH, war das aber bewusst, sagen sie, dass die Werbeaktion provokant ist. Das ist natürlich eine ganz lustige Sache. Und da sind natürlich viele darüber aufgeregt, vor allem in den sozialen Netzwerken. Und darüber ist natürlich auch der Werberat
aktiviert worden und naja, die prüfen jetzt ein bisschen, wer darüber mehr erfahren will, der kann das sich natürlich gerne den Artikel angucken. Und natürlich das Bild müsst ihr euch auch unbedingt angucken, das ist richtig lustig. Also wer sehen will, schaut euch's an, das ist ganz interessant. Ich glaube, worum es sich bei dieser Genie handelt, versteht sich von selbst. Okay, ich mach weiter mit Etina, laufen sie um die Ecke. Und ja, was zur Hölle, um welche Ecke laufen die? Ich meint, und zwar handelt es sich dabei um einen Sportplatz. Und wie kennt ihr Sportplätze? Genau, sie sind so oval, damit man schön darum rennen kann und damit alle Läufer gleich die gleiche Strecke laufen müssen. In China aber gab es einen wichtigen politischen Besuch von hohen Beamten auf diesem Sportplatz. Warum auf diesem Sportplatz, habe ich leider nicht herausgefunden, aber ich glaube, die Information reicht. Und der Sportplatz war aber nicht gerade der schönste und musste deswegen renoviert werden. Aber da der Sportplatzbesitzer nicht genügend Geld und Zeit hatte, runde Linien zu zeichnen, wurden einfach knallhart eckige Linien gezeichnet. Ja, okay. Ja, die schummeln das einfach. Das sieht dann wunderschön aus. Also ich finde das persönlich schön. Optisch sieht das wirklich schöner aus, aber besonders. Ich weiß ja nicht. Also der chinesische Läufer meinte, sportlich ist das nicht wirklich brauchbar, außer man ist ein Hase. Und ich vermute, die meisten von euch sind keine Hasen. Sie haben höchstens einen dicken Hasen. Hä, hey, was? Erkennst du nicht den Pedospruch? Komm, ich zeig den richtigen Hasen. Achso, den. Ja, okay, gut. Ja. Ja, gut. Nee, ja, nee. Und also, deswegen laufen sie in China jetzt, wer da früher trainiert hat, jetzt einfach in der Ecke. Ich meinte, ja, mutieren sie ihm zum Hasen, der da kleine Kinder entführt. Yeah. Okay, jetzt habe ich Angst. So geht's ab. Mach schnell weiter, bitte. Okay, ich mach schnell weiter. Bleiben wir bei den Tieren mit Affen. Hä? Richtig, mit Affen. Ja, Affen sind auch Tiere. Also wer den Film Planet der Affen kennt, also Affen sind wirklich Tiere, ne? Falls ihr das denkt, dass es Menschen wären. Okay, aber in dem Artikel geht es halt darum, wer den Artikel noch nicht kennt, Affendarsteller als letztes Mittel gegen Affenplage. Und zwar geht es darum, dass in Neu-Delhi, in der indischen Hauptstadt, wollen die Menschen Herr einer Affenplage werden. Und deshalb haben sie jetzt sich dazu entschlossen, weil es nicht geholfen hat, echte zahme Languren auszusetzen, die anderen Affen zu vertreiben, hat nicht geholfen. Und deshalb haben sie sich jetzt überlegt, ziehen sie sich doch einfach an, als wären sie ein Affe, also wie in Planet der Affen, die Schausteller, ne? Und so haben sie sich gedacht. Und deshalb haben sie sich jetzt wie Affen verkleidet. Und deshalb springen die Leute jetzt einfach mal hinter Büschen und Bäumen rum und verschrecken die rumlaufenden Affen, damit die endlich mal abhauen. Also ganz lustige Sache. Wer dazu natürlich mehr erfahren will, der kann nochmal. Ich habe noch eine Frage, Easy. Also ich habe eine Frage. Es ist ja kein Interview, aber ich habe trotzdem eine Frage. Ich sehe jetzt gerade auf dem Bild, ist ein Affe mit einer Schrotflinte abgebildet. Ja, waren die Menschen da wirklich bewaffnet? Also das ist ja, also nee, die Affen. Ach, okay. Das sind die Affen, die da bewaffnet sind. Okay, okay. Ich sag jetzt mal. Nee, okay, das ist okay. Also wer das Bild da oben sieht, das ist von Planet der Affen. Achso, okay, ich dachte, das sind dem Film. Affenjäger. Also, falls das ist ja ein bisschen krank und ein bisschen nah. Ja, komm, ich meint, wenn ihr Mäuseplagen habt, dann kommt ihr doch auch mit der Schrotflinte da an, oder was, ja. Wer denn nicht? Ja, in Amerika ist das bestimmt so, nichts gegen Amis oder so. Und, wir machen am besten weiter mit dem Wetter. Ja. Du fängst an, würde ich sagen. Jo, genau. Und zwar am Samstag, den 23.08. regnet es fast in ganz Deutschland. Außer an der Ostseeküste, also im Nordosten an der Ostseeküste, ist fast angenehmes Badewetter bei Temperaturen von 19 Grad, zum Beispiel in Rostock. Ansonsten regnet es in ganz Deutschland bei Temperaturen im Norden bei 16 bis 18 Grad, in Mitteldeutschland bei 16 bis 18 Grad und im Süden bei 18 bis 20 Grad. So, am Sonntag, dem 24.08. Da zuckt mein Auge. Regnet es dafür dann an der Ostsee bei Temperaturen von 17 Grad. Also falls ihr da gerade seid und irgendwie am Strand chillt oder so, habt ihr verkackt. Morgen lieber eine Besichtigungstour machen, falls ihr noch Ferien habt. Keine Ahnung, vielleicht seid ihr Schüler oder so. Ich kenne meine Community nicht. Ja, ansonsten im ganz Norden in Schleswig-Holstein, in Kiel, ist sogar Gewittergefahr. Da ist recht reguläre Temperaturen für Deutschland von 16 bis 18 Grad gibt. Im Mitteldeutschland ist es zumindest im Osten aufgeklärt.
und die Sonne schaut sogar durch bei Temperaturen bis von 16 und 17 Grad. Im Osten regnet es im Nordwesten. Meine Fresse, der ist heute aber auch durcheinander. Sogar noch ein bisschen. Im Süden hat es aber allerdings aufgehört zu regnen. Dafür ist es arschkalt bei 15 Grad. Geil. Yay, ja, perfektes Wetter. Am Montag klart es dann auf und es bleiben keine Spuren mehr von den letzten Tagen übrig. In ganz Deutschland wunderbares Wetter bei Temperaturen in ganz Deutschland, sage ich jetzt mal die Temperaturen an, zwischen 16 und Top-Temperaturen in Stuttgart bei 21 Grad. An der Ostsee könnt ihr jetzt auch wieder bei nicht so warm 17 Grad baden gehen. Ich weiß ja nicht, ob das angenehm ist, wir aber gehen jetzt alle wenn schwimmen. Ihr Spaß habt, ja, dann schon. Na der Easy macht weiter mit dem Dienstag. Dem 26.08. Und zwar sieht es da richtig geil aus in ganz Deutschland. Und zwar kurz eine Unwettermeldung. Fast. In Düsseldorf kann es gewittern, aber das ist noch nicht 100% klar. Jedenfalls regnet es in ganz Deutschland. Und der Norden hat dieses Mal sogar mehr Glück als der Süden. Auch wenn man das Glück nennen kann, hängt davon ab, wie man Regen mag oder nicht. Jedenfalls regnet es einfach in ganz Deutschland. Im Norden kommt sogar ab und zu die Sonne raus. Und im Süden ist es komplett bewölkt. Also freut euch darauf, ihr da im Süden bei Bayern und was weiß ich alles. Und naja, im Norden, die haben es ein bisschen besser erwischt, ab der Mitte Deutschlands. Und das Ganze natürlich bei 16 bis so, 21 Grad in Baden-Württemberg. Ja. Ich bezeichne das Ganze natürlich auch noch mit einem Fachbegriff. Das ist Gamerwetter. Man muss nicht rausgehen. Man darf nicht rausgehen. Man kann noch nicht mal rausgehen. Also einfach einen Tag zum ganzen Tag vom PC hängen, wenn es nicht mitten in der Woche wird. Also, Entschuldigung, Leute. Ja, freut euch drauf, jedenfalls. Auf diese schöne Bewölkung. Und am Mittwoch sieht das Ganze dann schon viel besser aus, Leute. Dann ist es nämlich in ganz Deutschland ein wenig sonnig, außer ganz im Süden in Kempten steht hier. Wir hatten da eine Wetterstation. Jedenfalls ist es da komplett bewölkt. Aber wer da wohnt, bei dem ist es dann regnerisch den ganzen Tag lang. Und im Rest Deutschlands wird es dann ziemlich sonnig, wobei bewölkt immer noch. Also kommt ab und zu die Sonne raus. Wobei das Ganze bei den immer noch 21 so bis 16 Grad weiterhin in Thüringen bleibt. Und hoffen kann man immer noch auf den Donnerstag. Mit dem geht das Ganze nämlich weiter. Stellenweise noch im Norden übrigens hier am Mittwoch noch ein paar Schauer. Aber nur stellenweise. Also hofft auf das Beste. Nämlich am Donnerstag wird es dann sogar noch besser eigentlich. Vor allen Dingen im Süden. Da wird es dann ein wenig sonniger und ein wenig wärmer noch. Zum Beispiel hier in Stuttgart 23 Grad sollen da erreicht werden. Und ansonsten wird es im Westen ein wenig regnerischer, aber trotzdem kommt ab und zu auch die Sonne raus. Und von den 23 und übrigens im Norden bleibt es auch sonst relativ sonnig, aber immer noch bewölkt. Also es bleibt bei den 23 bis 19 Grad. Das war's dann eigentlich auch schon von dem Wetter. Ja, ich glaube, der Easy hat sich verlesen. Das sind die Temperaturen meines Arbeitsspeichers. Ist eben so. Egal. Wird aber auch gekühlt, ne? Ja. Oh shit. Nee, ich habe keine Ahnung, wie kalt mein Arbeitsspeicher ist. Ich habe das noch nie kontrolliert. Ich habe ja auch nicht den besten bisher, aber egal. Deine Mutter hat einen richtig fetten Lümmel. So, und das war's wieder mit Top 4 Skurrile News mit 7 Tage Wetter. Wir hoffen, euer Radio konnte euch wieder belustigen. Ja, wen es noch interessiert, wenn ihr es wollt, können wir noch Zeckenwetter machen und Pollenflug sehe ich hier gerade. Und natürlich die Temperaturen meines Arbeitsspeichers. Das ist immer am wichtigsten. Wen es interessiert, schreibt es doch in die Kommentare. Also Leute, am Donnerstag baden gehen und ein paar Bitches am Strand aufreißen. Falls ihr da frei habt oder mal Nachmittagszeit habt oder abends. Auf jeden Fall, falls ihr in der Nähe einen Strand holt, an den Strand fahren und da irgendwas aufreißen kann. Jo Leute, übrigens, wir haben das jetzt nur bis zum Donnerstag gemacht, weil wir jetzt ja am Freitag aufnehmen und deshalb wird der nächste Freitag und Samstag und Sonntag nicht mehr angezeigt. Ihr werdet einfach immer das Wetter für die nächsten Tage bekommen, also seid ihr einfach für die nächsten Tage informiert. Das ist der Sinn dieser Sendung und stay tuned. Okay, ich glaube, wir labern zu viel Scheiße. Ja, auf jeden Fall danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei eurem YouTube-Radio. Ich sag zum Abschied leise Scheiße, Bitches. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Easy und Crazy, das YouTube-Radio. Okay, jetzt habe ich mich vorgezogen, aber hey, bin interessiert. Okay, ich sag Klappe zu, Affe tot und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute. Tschüss, Leute.